Hallo, ich bin Werner von Projekt Neptun und stelle dir das Apple MacBook Pro 14 vor. Wichtig zu wissen ist, dass du bei Projekt Neptun immer die aktuellste Modellgeneration bestellen kannst. Du kannst dein MacBook Pro selbst konfigurieren. Alle seitens Apple verfügbaren Konfigurationen, Farben und Tastatursprachen sind mit 15% Rabatt bestellbar. Wir empfehlen bei diesem Modell zwei Konfigurationen mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis für verschiedene Leistungsansprüche. Die erste empfohlene Konfiguration enthält einen M1 Pro mit 8 Prozessorkernen und 14 Grafikkernen. Die zweite empfohlene Konfiguration ist mit einem M1 Max mit 10 Prozessorkernen und 24 Grafikkernen ausgestattet. Das MacBook Pro 14 ist bereits in der Grundausstattung ein sehr leistungsfähiges Notebook, welches mit Content Creation, CAD oder aufwendigen Programmierprojekten problemlos klarkommt. Der Prozessor im stärkeren empfohlenen Modell ist nochmal etwas schneller und bietet vor allem bei grafikintensiven Aufgaben und beim Videoschnitt Vorteile. Unter Last bleiben alle Versionen des MacBook Pro 14 leise und die Leistung steht auch im Akkubetrieb zur Verfügung. Das neue MacBook Pro 14 ist mit einem Gewicht von 1,6 kg rund 300 Gramm schwerer als das MacBook Air. Im Vergleich zur Vorgängergeneration ist das Gehäuse dicker und massiver geworden. Es ist in Silber und Spacegrau erhältlich. Wir zeigen das Gerät mit einem A4-Block, damit du dir die Dimensionen besser vorstellen kannst. Das Display im 16:10-Format ist 14,2 Zoll groß und die Qualität ist, wie bei Apple gewohnt, ausgezeichnet. Es verfügt über die True-Tone-Technologie und die Farben sind ab Werk kalibriert. Die Bildschirmwiederholrate wird im Hintergrund automatisch bis 120 Hz gesteuert. Obwohl die Oberfläche des Displays glossy ist, spiegelt diese weniger stark als bei den meisten Windows-Convertibles. Beim MacBook Pro 14 verzichtet Apple auf die Touchbar. Die Tastatur bietet ein angenehmes Schreibgefühl und das Tastaturlayout kann im Shop frei gewählt werden. Auf der rechten Seite des MacBook Pro 14 befinden sich ein HDMI-Anschluss und ein USB-C Thunderbolt 4-Anschluss. Über beide können externe Monitore angeschlossen werden. Daneben befindet sich ein vollwertiger SDXC-Kartenleser. Auf der linken Seite befindet sich ein MagSafe 3, der proprietäre Netzanschluss von Apple. Weiter gibt es zwei USB-C Thunderbolt 4-Anschlüsse, über welche das Gerät ebenfalls geladen oder weitere Peripherie angeschlossen werden kann. Daneben ist ein Kopfhöreranschluss. Der Touch-ID-Fingerabdruckscanner ist im Powerbutton integriert. Damit kannst du dich ohne Passwort ins System einloggen und du sparst dir die meisten Passwortabfragen im Betrieb. Alle Apple MacBooks verfügen über eine zweijährige Basisgarantie. Bei unseren empfohlenen Konfigurationen ist zudem der Deco Care Plan für 3 Jahre im Preis inbegriffen. Upgrades auf 4 oder 5 Jahre Care Plan oder auf Apple Care Plus können im Shop ausgewählt werden. Wenn du dein MacBook selbst konfigurierst, ist standardmäßig keine Garantieverlängerung dabei. Diese kannst du optional als Zubehör hinzufügen. Stelle dir das MacBook 14 mit 8 Prozessorkernen und einen 14 Grafik. Ah, Scheiße!